Passt. Das ist so. So, Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu einem neuen Workout. Im Hintergrund sieht man schon, ich habe heute ein paar Kumpane organisiert. Gemeinsam macht es bekanntlich mehr Spaß. So, das Workout bzw. das Programm, was wir heute vorhaben. Wir starten mit einem Warm-up in bekanntlicher Art und Weise. Danach geht es heute in eine Strength-Session, auf die wir gestern bereits an unserem Core gearbeitet haben. Machen wir heute wieder ein bisschen was für die Muckis. Und zwar in Anlehnung ans Workout machen wir Dumbbell oder Kettlebell, je nachdem, was wir haben, Strict Presses. Müssen wir jetzt schauen, was für Gewicht, das wir daheim haben. Wenn wir Strict Press nicht können, weil heute das Gewicht sehr, sehr schwer ist, dann substituieren wir einfach den Strict Press durch einen Push Press. Da machen wir nachher insgesamt 6 Runden, alle 90 Sekunden, immer mit einem Arm. Das heißt, immer wechseln. 90 Sekunden ist jetzt nur ein Bereich, in dem wir Zeit haben, dass wir unsere Reps machen. Wir werden wahrscheinlich weniger Zeit brauchen. Wichtig ist es nur, dass wir über die gesamten 6 Runden annähernd unsere Wiederholungen gleich halten. Also es bringt nichts, in der ersten Runde, keine Ahnung, 20 Reps auszuhauen und in der zweiten Runde stehen wir dann mit 5. Das heißt, Consistency is key. Und danach geht es auch schon in unser Workout. Da haben wir heute eine kleine Leiter vorbereitet. Fallende Leiter 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Also immer 3 Wiederholungen weniger. Wo wir 3 Übungen abspulen, nämlich Sumo Deadlift High Pulls, je nachdem mit der Kettlebell oder auch mit der Dumbbell. Danach Goblet Squats und zum Abschluss One-Arm Push Jerks, damit wir, was wir an Schmalz von den Strict Presses noch über haben, nochmal aussaugen aus unseren Schultern. Timecap ist für das Ganze 25 Minuten. Die Gewichte hängen natürlich von euch ab, was ihr daheim habt, sind unter den Bemerkungen im Level 1 16, 12, im Level 2 24, 16 und im Level 3 32, 24. Das war es soweit zur Vorbereitung, zum Organisatorischen. Wir starten jetzt gleich mit unserem Warm-up-Programm. Jetzt braucht jeder ein bisschen am Platz und dann starten wir mit 30 Jump and Jacks. Alias Hampelmänner. Das ist für die Footballer ganz gut. Ja, sind die Filme immer. Boah, wir sind wirklich von der. Nenner 20, 30. Gefolgt von 20 alternierenden Lunges. Und zu guter Letzt 10 Burpees am Stand. So, kurze Trinkpause und für mich ein Blick auf meinen Schummelzettel. Wunderbar, geht gleich weiter. Und zwar, wir machen jetzt den Tiptoes, allerdings mit einer kleinen Variante. Und zwar, wir beginnen hüftschmal, wie bekannt, gehen runter,
langsam nach vorn. Und anstelle eines Push-Ups gehen wir jetzt einmal mit dem Knie zum Ellbogen. Beide Seiten. Ja, wieder langsam retour. 5 Wiederholungen. Wunderbar. Nachdem wir für unsere Sumo oder Diffteil Pulse unseren Rücken vorbereiten wollen, setzen wir direkt fort mit 10 Rollover. So, wunderbar. Wir bleiben am Boden. Wir knien uns hin. Von dort gehen wir nach hinten, dehnen unsere Schultern. Wir drücken bzw. ziehen quasi die Schultern Richtung Boden. Gut, 5 Sekunden halten. Okay, langsam lösen. Jetzt schieben wir durch, Hüfte zum Boden und Blick Richtung Decke. Ebenfalls 5 Sekunden halten. Da machen wir jetzt 3 Wechsel. Ziehst du das erste schon zu? Ja. Ist ja übrigens eine ganz gute Ausgleichsübung. Jetzt, wo wir im Alltag sehr, sehr viel sitzen, taugt es der Wirbelsäule, wenn wir es auf Nacht einmal ein bisschen durchbiegen. Machen wir jetzt. Wie heißt das Gymnastik in Salzburg? Ich weiß schon, was du machst. Die Spaß und bleibt in Bewegung. Bewegt in Salzburg. Jawohl, und letztes Mal. Nur dann machen sie es in 10 bis 15. Das hilft mir gut aus. Wunderbar. So. Kurzes Feedback an den Coach. Brauchen wir noch was für die Schultern? Nein. Okay. Ich hoffe, das ist gut für euch daheim auch. Sonst müsst ihr das nächste Mal mitmachen und eine Beschwerde erheben. So, jetzt brauchen wir erstmalig unser Gewicht, leichtes Gewicht. Dumbbell oder Kettlebell. Wir nehmen unser Gewicht über Kopf, gehen in einen eher breiten Ausfallschritt und gehen dann mit dem freien Arm zum Bein auf der gleichen Seite. Halten das dann in der tiefsten Position ungefähr für 5 Sekunden. Und lösen dann auch langsam und kontrolliert wieder auf. Wir machen das 3-mal jede Seite und wieder langsam runter. Wichtig, Bein sollte dabei gestreckt bleiben und unser Gewicht in einer neutralen Position über Kopf. Also das soll weder nach vorne, noch hinten, noch auf die Seite fallen. Und dritte Wiederholung.
Jawohl. Das waren 3 Seitenwechsel. Und langsam nach oben. Ja, also ich merke selber zum Beispiel, auf der linken Seite ist viel, viel herausfordernder. Und wieder langsam nach oben. Und letzte Wiederholung. Wunderbar. Jetzt geht es schon in unsere Kraftrunde. Ich stelle jetzt die Uhr, die läuft da mit. So. MRAP. Das ist schon falsch. Tabata. 6 Runden. Passt. Ich zeige es nochmal ganz kurz vor. Und zwar für unseren Strict Press nehmen wir unser Gewicht in Front Rack Position, Core Fest, Box Fest und von dort bewegen wir das Gewicht gerade nach oben. Wenn das Gewicht oben ist, ist die Rap fertig. Wir gehen wieder herunter. Wichtig, Core fest bleiben und wieder nach oben. Bei wem jetzt das Gewicht so schwer ist, dass ein Push Press, Strict Press nicht möglich ist oder nur 1-2 Wiederholungen möglich sind, die machen an dieser Stelle gleich einen Push-Press. Das bedeutet, wir gehen in eine Dip-Position, bringen dann mit Schwung die Dumbbell oder Kettlebell nach oben. Ist natürlich viel, viel einfacher und die Hauptbelastung ist jetzt natürlich nicht mehr auf der Schulter, sondern die Hauptbelastung übernimmt da schon unsere Hüfte. Das bedeutet, je weniger wir jetzt quasi tippen, desto mehr lassen wir unsere Schulter über, was wir jetzt eigentlich wollen. Wenn wir ein Workout mit viel Push-Presses haben, wollen wir das nicht. Jetzt im Workout, also jetzt in der Strength-Session, wollen wir die Schulter attackieren. Das bedeutet jetzt entscheiden, ob wir Strict-Presses oder Push-Presses machen. Ich stelle die Uhr, 90 Sekunden. Schauen wir, dass wir eine Wiederholungsanzahl wählen, die wir gut über 6 Runden halten können. Wunderbar. In 10 Sekunden starten wir mit der ersten Runde. 30 Sekunden für beide Arme oder? Nein, für einen. Also immer 90 Sekunden pro Arm. Also jeden Arm 3-mal. So, Pause. Halfway there. Haben wir jetzt wieder 3? Nein, das ist falsch. Kein Problem. Nein, ich nehme jetzt so 2-2, sonst komme ich mit. Also da bei mir um. Und ich habe ja auch 130 Sekunden auch mitnehmen. Was für 30? Das ist ja so, 20 Sekunden. Jetzt dann Arm wechseln. Keine Ahnung. Ja. 10 Sekunden. Ich darf noch nicht wechseln. Und dieser hat Zeit zu, gibt es an meine Verlag. Ja, schreib's an. So, langsam bereit machen für die zweite Runde. Let's go. Ja.
So, Drittel haben wir schon. Ja. Sechs. Die 22 wieder locker. Nein, nicht. Ja, frage mich, wie man das richten kann. Ich glaube, dass das aufmachen kann. Ich glaube, dass da innen was gebrochen ist. Dass deswegen locker ist. Ich glaube, dass die Dampel ist. Ja, aufmachen kannst du das wahrscheinlich nicht. Ja. Nein. Also ohne zerstören. Du kannst höchstens das ist, schwarzen kannst du auch nichts, weil der Gummi da ist. Vielleicht kommst du irgendwie dann mit dünnen Kartuschen und Arschkleber oder so ein. Oder Schaum, keine Ahnung. Das sind Gewehrwand. So, zweite Runde mit unserem Ohr, mit dem wir angefangen haben. Und jetzt gleich schauen, dass wir wieder die gleiche Wiederholungszahl schaffen. Das wäre das Ziel. Ich weiß einfach jede Runde mal wieder, wo mehr wird. Ich weiß nicht, vier. Mach dann noch und dreh die Waden gescheit auf. Also wirklich. Ich meine, dann kannst du 7-8 Minuten der Bewegung schon sein. Du zählst die Arsch oder Schieber weh. So, 20 Sekunden für die. Und Schieber weh nur für die Runde. Sehr weit hinten Waden und die Waden zusammen. Dass du die Waden ewig lang aufmachst, da weißt du noch ein Training, weil sonst was tun beim Training weh. 10 Seconds. Wie ewig lang gemacht. Vierte Runde. Über ein Jahr noch das gemacht, bis es gut war. Let's jeden Tag machen. Jeden Tag. 5 Minuten. So, wir haben jetzt noch einmal beide Seiten. Bis wirklich, wie gesagt, du so schwach bist und du mit den Hüften fast die Wand berührst. Das kann ich. Ja, dann berührst du mit der ganzen Seite die Wand gut mit den Hüften. Und so, jetzt fangen wir wieder raus. Es ist ein Scheiß, ich weiß was du denkst. Es ist ein Scheiß. Ich sage jetzt, dass wir nichts da haben. Überlastung. So, letztes Mal. Rechter Arm. Das hätte mal so gut ausgerechnet, so ganz ein Plan durcheinander gekommen. Hast du noch einen Worker noch ein paar machen? Ja, nein. Zum Auslocken. Also das Spring Press ist halt geil, weil das ist halt, das geht, aber irgendwann geht es einfach gar nicht mehr. Und wenn es gar nicht mehr geht, geht gar nichts. So ein Squat geht halt immer irgendwie. Oder so ein Barmaster-Lab oder so. Das geht halt immer so. Irgendwie. Aber das geht irgendwann gar nicht mehr.
Sweet Press kannst du ja halt mit Tricks. Das wird nicht lief. Was willst du Tricks? Gar nichts. Die Taufe lässt nicht auf. Ha? Weh. Du meinst, das ist dann schon gescheit, wenn du es trainierst. 10 Seconds. Ein bisschen wird es nicht werden. So, 10 Sekunden, letzte Runde, letzter Arm. Du musst es überlegen, gell? Scheiße, du musst mit Liste. So, wunderbar. Ich tue die Uhr beiseite. Wer noch ein, zwei Sekündchen braucht, natürlich nehmen. So, da machen wir zu. So, jetzt geht es gleich weiter mit der Vorbereitung fürs Workout. Jetzt brauchen wir unser Kettlebell oder Dumbbell, je nachdem, was wir heute daheim haben. So. Wir beginnen mit 10 Dumbbell Deadlifts. Hüftschmaler Stand und von dort gleich wie mit der Langhantel 10 volle Deadlifts. Wenn wir das haben, zum Öffnen der Hüfte, 10 American, ich sehe schon falsch, 10 Russian Kettlebell Swings. Und da schauen wir gleich, dass wir explosiv die Hüfte öffnen, weil bei unserem High Pull wollen wir auch aus der Hüfte arbeiten. So, gesagt, getan. Wir gruppieren gleich um auf den Sumo Deadlift High Pull. Bedeutet, breiterer Stand, ungefähr doppelte Schulterbreite. Unser Kettlebell, Dumbbell ist unter uns. Und wir beginnen dann aus der Hüfte die Bewegung zu initiieren, durchstrecken. Und wenn wir dann merken, die Kettlebell, die Dumbbell, die kommt nach oben, dann erst kommt der Armzug. Wir ziehen ungefähr bis auf Brusthöhe. Und ganz wichtig, am höchsten in der Bewegung sind immer unsere Ellbogen. Also so ist keine Endbewegung. Da haben wir fertig. Das Ganze zusammenbaut. So ist so ausschauen. Machen es nochmal von der Seite. Macht einmal jeder 5 Wiederholungen. Oder gern mehr. Danach gehen wir in eine Squat Position und geben uns unser Gewicht auf unser Knie. Was wir jetzt machen, wir verlagern unser Gewicht auf ein Bein zum Dehnen unserer Wade bzw. um Mobilität in unserem Sprunggelenk zu verbessern. Wunderbar, Seitenwechsel. Wunderbar, dann legen wir die Kettlebell ab, machen wir mal am Stand 10 Air Squats.
Wunderbar. Jetzt nehmen wir unsere Kettlebell in Front Rack Position und machen hinterher nochmal fünf Stück Goblet Squats. Bewegung wie der Erstquad, nur dass wir jetzt ein Zusatzgewicht haben. Ja, so grausig. Die werden richtig brennen. Und zum Abschluss, eine Bewegung fällt uns noch, der Push-Jerk. Ausgangssituation ist wie beim Street Press vorhin, nur dass wir jetzt, nachdem wir unser Gewicht nach oben bewegt haben, in eine Re-Dip-Position gehen, unser Gewicht dort fangen und aufstehen. Ist die kraftsparendste Variante. Benji, sag uns das bitte einmal vor. Wunderbar. Dip and Drive, perfekt. Jawohl. Wichtig, wir starten ja immer mit, keine Ahnung, Runde 21. Die 21 Wiederholungen, die machen wir gemeinsam links und am rechten Arm gleich, also gemeinsam. Also wir machen jetzt nicht rechts 21 und links 21, sondern die werden beide zusammengezählt und wechseln, dann wir frei nach Belieben. Also ob wir da jetzt nach jeder Bewegung wechseln oder 10-10 machen, ist jedem selber überlassen. Jetzt üben wir das nochmal mit beiden Händen, machen wir ein paar Wiederholungen. Perfekt. Bitte unstabil in der linken Hand. So, wenn das bei Ihnen gut funktioniert, tue ich jetzt nochmal kurz auf Pause und jeder macht frei nach Belieben, Trinkpause, Pipi-Pause, wer braucht. Und danach starten wir gemeinsam ins Workout. Bis gleich. So, was haben wir da? 25 Minuten. Stimmt. So, willkommen zurück. Ich habe die Uhr jetzt auf 25 Minuten gestellt. Die läuft durch. Benji und ich werden das Workout gemeinsam mit euch durchpeitschen. Wir werden allerdings auf stumm schalten, weil sonst gibt es mit der Musik wieder Probleme. Also dann, liebe Leute, ich starte dann die Uhr und wir starten in 10 Sekunden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Workout und ich freue mich auf lauter gute Ergebnisse. Bis gleich. Ciao, ciao. So, stumm.
So, liebe Leute, danke fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr habt ein cooles Workout gehabt. Nicht vergessen, die Ergebnisse eintragen und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Morgen Mittag bis morgen 12:15 Uhr starten wir wieder. Bis dahin, schönen Abend, fit bleiben und ciao, ciao.